Heyho und herzlich willkommen zurück. Und als Anschlussvideo zu dem Informationsvideo über Shugo Game denke ich, habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, und zwar unter anderem nach dem Motto: Bist du dir sicher, dass nochmal ein anderes, genauso gutes Event kommt? Ich sage nicht, dass irgendwer cashen soll. Ich sage nur, dass meine durch kostenlose bekommen angesammelte Youngtaler eventuell gar nicht so dumm wären einzusetzen. Denn mal ganz ehrlich, so eine legendäre Transfer, das reizt einen dann schon. Und das hat mich jetzt tatsächlicherweise knapp 24 Stunden darüber nachdenken lassen, ob ich jetzt hier doch eventuell es versuchen sollte. Ich will nur vorher noch gucken, wo ich in welcher Stufe hin möchte. Denn es lohnt sich alles nichts. Es lohnt sich nur Stufe 8, ob jetzt Fieber oder nicht. Ich werde nicht alle 80 verspielen, bevor ihr das denkt. Ich werde mal schauen, wie viel ich verspiele. Und wir schauen mal, wie hoch wir immer kommen. Wow. Von 1 auf 2 gefällt schön. Was haben wir jetzt hier bekommen? Ah ja, ich habe vorher resettet ge... Ja, das ist so gut wie resettet, das passt. Da können wir mal schauen, was wir so bekommen. Wir hatten eben nicht 8 Punkte bekommen, oder? Oder doch? Doch, hatten wir nur, weil ich schon eingesetzt hatte, als ich direkt wieder neue 8 Punkte drauf hatte. Ja, alles gut. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Wow. Ich komme halt noch nicht mal hoch. Zum Glück ist in der ersten Stufe eine Transformation, ein Transformationsvertrag drin, sonst würde ich hier nicht hochkommen. Oh, wir kommen jetzt vielleicht. Okay, wir sind zweite Belohnungsstufe, jetzt sind wir irgendwo hier. Wenn wir failen, sind wir aber wieder erste Belohnungsstufe. Und genau das meine ich, ihr gebt viel Geld aus. Dafür, dass ihr in der ersten Belohnungsstufe rumgibt, ne? Und klar, die Leute haben gerade, dass sie, man sieht es ja immer so schön im Chat, wenn jemand eine legendäre Transfer kriegt. Die kriegen legendäre Transfers, aber ihr wollt nicht wissen, wie viel Geld da geflossen ist, ja? Das ist viel Geld, 50 Coins sind 50 Euro, ja? Das ist nichts, für 50 Euro gehst du mit deiner Freundin oder deinem Freund oder auch Single nett essen, ja? Oh, wir sind jetzt Stufe 6. Aber wir wollen ja, wenn, dann in Stufe 8. Das sieht nicht gut aus. Oh doch, okay. Einmal brauche ich noch und dann wäre ich in Stufe 8. Ich werde niemals machen, dass ich 2 Coins ausgebe, um hochzukommen. Niemals. Es ist nämlich total Spaß, das zu machen. Okay. Mit dem nächsten sind wir dann im Fieber. Das heißt, dann brauchen wir wieder welche. Mal sehen, wie schnell wir dann durchgehen. Dann kann ich nicht mehr so lange erklären. Dann werde ich nämlich klick, 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 klick machen. Weil es wichtig ist, im Fieber schnell zu sein. Jetzt hier davor ist relativ unwichtig. Ah, wer weiß, vielleicht kommen wir bis nach oben. Ah, das sieht scheiße aus. Das ist es nämlich. Ihr kommt nicht hoch. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja, ich bin bisher jedes Mal gefailt. Alle 8, die ich bis und der eine aus der Folge sind bisher in Stufe 1 gelandet. Okay, wir kommen jetzt in den Fieber rein. 1 Minute 30 können wir jetzt hier so viel hochballern, wie wir wollen. Also, es kostet immer noch, aber wir haben die besseren Belohnungen. Wir haben jetzt die Belohnung hier. Es lohnt sich nicht, in 6 zu bleiben. Ich schaue immer wieder mal nach, ob es vielleicht doch was wäre, aber nur die legendäre Transfer für die Spiele. Ich komm hoch, nein! Nein, ich will nicht weitermachen. Das kostet mir nämlich 2 Stück und 2 Stück könnte ich locker besser verspielen. Ihr müsst es halt in der Masse sehen, wenn ihr immer auf Continue klickt und vor allem ihr fällt dann genauso. Wow, ich schaff's ja gar nichts. Das ist immer... Ihr schafft mehr hoch, mehr zu durchspielen, wenn ihr nicht so hoch kommt. Ich komme jetzt in letzter Zeit relativ hoch. Wir sind 7. Mal sehen, ob wir es bis 8 schaffen. Und. Wir haben es tatsächlich geschafft. Und wir haben nur Fortsets gekriegt. Wow. Einmal könnten wir noch schaffen, hochzukommen mit Glück. Von der Zeit her. Komm schon. Problem ist, diese Animation, das dauert auch noch so schön ewig. Das ist halt alles beabsichtigt. Komm schon. Hoch mit dir. Hoch. Nein, nein, nein. Oh, scheiße. Verdammte Axt. Wir sind bisher ein einziges Mal in Stufe 8 reingekommen. Und haben dafür jetzt schon 13. Wir kommen nicht mehr hoch. Können wir auch warten. 13 verspielt. Wir haben jetzt hier im Fieber
Warte, wir haben jetzt einen außerhalb des Fiebers gesetzt, also minus 8, 32. Wir hatten vorher mit wieder 6, so 16. Ja, 4 Stück haben wir geschafft, im Fieber zu spielen. Naja. Und das meine ich halt, es kostet nur viel und bringt einem nichts. Toll, die VZZ hätte ich auch über Prome oder Makana kriegen können. Das war es jetzt noch nicht wert. Und in dem Sinne, jetzt gerade habe ich schon 20 Euro verspielt oder so. Das ist nicht wenig, Leute. Na? Und nöp. Wow, Mino, Alter, ich bekomme. Geil. Ich komme halt noch nicht mal hoch. Und das ist es. Leute, das Event. Ja, ein paar Leute sind glücklich und mit viel, viel Geld kriegen sie es hin, bis in die 8. Stufe zu kommen. Und dann musst du auch noch Glück haben und das Richtige bekommen. Ihr könnt ja auch mal schauen, wenn die Leute posten, dass sie eine Legendäre bekommen haben damit Bild, was sie sonst noch so bekommen haben. Das spricht nämlich dafür, dass viele, viele, viele Coins geflossen sind. Aber hey, an die Leute, die gerne cashen und die sich regelmäßig im Shop versuchen, diese Transfos zu kaufen, um dann eine gute Transfo zu kriegen, für euch ist das was. Mit dem Betrag, den ihr da in den Shop setzt, könnt ihr hier genauso gut auch gute Belohnungen kriegen. Na, also, wenn ihr wollt. Wir machen jetzt noch ein zweites Mal Fieber und dann mache ich auch nicht mehr weiter, glaube ich. Weil ich werde nicht all meine verspielen. Ich will, nee. Glaube ich nicht. Das ist doof. Übrigens, wollt ihr ein Video übers neue Elite-Stufensystem haben, ob sich das lohnt und so weiter? Dann könnt ihr jetzt hier abstimmen, ob ihr das wollt oder nicht. Weil wir haben jetzt ein neues bekommen. Mal sehen, was wir jetzt hier aus der 8 kriegen. Goldbarren. Toll. Ich habe 1800 irgendwas Goldbarren. Total genial, dass ich jetzt welche bekommen habe. Ich hatte vorher 1833. Jetzt habe ich 10 mehr. Danke sehr. Beste Belohnung ever. What the fuck? Das war halt nichts. Ja. Übrigens an die Casher, wenn ihr China kriegen wollt, jetzt gerade werden die Goldbarren, nicht die Goldbarren, Entschuldigung, die Goldpakete Preise wieder steigen. No. Einfach aus dem Grund, das kann ich gleich zeigen. Weil nun mal Elite-Stufen dazugekommen sind. Warte, guck mal eben. Hier unter Elite-Stufen könnt ihr es dann ganz gut sehen. Wir haben jetzt 2 und ein bisschen Monate die Elite-Stufen. Übrigens war die Ankündigung, dass danach das Platinjack-System kommt. Also Leute, ballert nicht alles jetzt an Goldpaketen raus. Weil dann werden wir sie wahrscheinlich wieder brauchen. Ihr könnt gerade 20 Stufen da aktivieren. Aber die Belohnungen sind teilweise so, meh, keine Ahnung. Das ist nicht unbedingt wert. Ich bin da eben ein bisschen durchgegangen. Ich war da jetzt nicht begeistert von. Wir kommen jetzt mit dem nächsten ins Fieber rein. Huh. Erstmal schauen, was wir hier... Was haben wir überhaupt bisher schon so bekommen? Das ist halt nicht wert, ne? Wir haben jetzt 20 Schuko-Coins schon bezahlt und wir haben 4 Verträge bekommen. Das ist scheiße, das ist scheiße. Das ist auch nichts wert. Das ist erst recht nichts wert. Naja gut, die kann man gut benutzen. Das sind die besten für mich Uralten. Ist nichts wert, ist nichts wert. Und das kann man im Spiel erfahren. Also bisher 20 Coins für gar nichts. Jetzt gehen wir mal im Fieber und schauen, ob wir hochkommen. Und es dauert halt auch immer so ewig, bis das Ding sich hochzieht, ne? Oh, ist das schlimm. Aber ich habe jetzt schon mehr als doppelt so viele verspielt, wie ihr kostenlos während des Events bekommt, ne? Müsst ihr euch mal vor Augen führen. Da sagen sie, ja, es ist fair und auch die Nicht-Zahlenden kriegen was. Komm, geh hoch, bleib, bleib, bleib. Nein, oh, ich hasse es. Es ist nicht sinnvoll, dann 2 Coins zu zahlen. Echt nicht. Ihr failt nur wieder. Und dann habt ihr 2 Versuche verspielt. Und ja, ich habe Schugo-Spiel schon mit über 400 Coins gespielt. Ich habe da meine Erfahrung. Es war nämlich Solores 2016, habt ihr auch Schugo-Coins gekriegt. Und ich habe viel Solores gespielt, also hatte ich da noch viele Schugo-Coins. Es hatte dann eine Langzeitwirkung auf alle anderen Events auch. Genauso wie hier diese. Aber niemand versucht in Stufe 2 zu bleiben, weil wir nicht wissen, ob das Event gut wird oder nicht. Kann ich euch auch nicht sagen. Ich habe auch keine Vorweg-Infos. Ich habe das gleiche wie ihr. Deswegen ich mich dann immer bemühe, möglichst schnell Videos rauszuhauen. Und wieder gefällt. Und sagt mir nicht, ich sollte jetzt hier versuchen, Continue zu klicken. Es failed. Das weiß ich. Mit Glück können wir noch einmal während des Fiebers hoch. Naja, gut, so viel dazu. Ihr habt's gemerkt, ne? Wir sind einmal in die 8 reingekommen und sonst jedes Mal runtergefällt. Jedes verdammelte Mal. Es nervt. Das Event nervt mich.
werden es so spielen, dass ich beim nächsten Mal in den Fieber reinkomme. Ich meine, ich komme nicht mal über Stufe 1. Stufe 1, ja? Stufe 1 ist Larifari. Ist das frustrierend? Ihr merkt, das Event und ich, wir lieben uns. Wenn ihr cashen wollt, nehmt es. An alle anderen, ich hoffe, ich hab euch jetzt die Illusion genommen, dass das mal so easy peasy hochgeht. Es klappt nämlich nicht so easy peasy und selbst wenn es so easy peasy klappt. Oh. Nö, 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 das bleibt rot. Selbst wenn es mal so easy klappt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 andere Sachen gibt es. 12 andere Sachen. Also 1 zu 13, wenn wir davon ausgehen, dass alle die gleiche Wahrscheinlichkeit haben. Und im Fieber sind es noch mehr. Das heißt, mit einmal in die 8 kommen, ist es nicht. Ich will es euch nur sagen. Es ist nicht so einfach, wie man denken mag. Und wieder gefällt. Ihr merkt, es geht nicht hoch. Ich kicke ein paar Pots und das war's dann. Und jetzt habe ich auch 30 plus den aus der Aufnahme 31 Coins ausgegeben und ich habe letztendlich ja, nichts bekommen. Wir können ja jetzt mal durchgehen. Ich habe 12 Belohnungen bekommen, davon die 3 Steine. Schauen wir mal kurz PvE, ob ich irgendwas zum Plusen habe, wo ich die draufhauen kann. Ja, die müssen erst auf plus 10 gehen. Komm hier. Vielleicht gehen die 3 rauf. So, alle 3. Oh, okay. Das war glücklich. Das war sehr glücklich. Nee, Ultimate plus sich allgemein sehr gut. Also bevor er das denkt, Ultimate ist sehr angenehm. Bei mir zumindest. So, die 3 haben also mir 3 Stufen gebracht. Das hätte ich aber genauso gut aus anderen Events. Wir haben 21 hiervon. Ja, okay. Aber sie sind auch nur ein kleines bisschen besser als mein Aqua. Und das heißt, dafür würde ich auf gar keinen Fall gecashed haben. Wir haben Consumable Box. Wie viel kommen hier nochmal raus? Mal eben gucken. Ja, okay. Ein paar Pots. Ein paar viele Pots, das gebe ich zu. Aber die könnt ihr bei den letzten Events genauso gut bekommen haben. Wo seid ihr? Hier vorne. Haben jetzt ein bisschen meine Vorräte aufgefüllt, ist okay. Waren jetzt aber auch nicht die Welt. Müsst ihr auch eigentlich jetzt aktualisiert haben? Ne, da unten sind sie. Die hier sind das. Ah, die sind ja richtig schlecht. Das benutzt halt niemand. Die sind wirklich schlecht. Wir haben ja das Scherbenbündel, jemals 50, also 25.000. Und wir haben noch zu guter Letzt die 5 Transformationen, wo wir vielleicht Glück haben. Das mag ich jetzt nicht ausschließen. Normaler weißer, großer, normaler, normaler und normaler. Selbst wenn wir jetzt fusionieren, was ich per Zufall weiß, dass wir es gerade können. Okay, diesmal einen Latschen hochgekriegt. Ich kann auch nicht hier kombinieren. Super. Und was hat es mir gebracht? Ich hoffe, es hat euch die Illusion genommen. Wenn ihr natürlich cashen wollt, macht es einfach. Ich halte euch nicht daran auf. Ihr könnt euer Geld da reinstecken. Ihr könnt sehen, ob ihr Glück habt. Ich bezweifle es. Aber ihr wisst es halt nicht. Ich will mal kurz nachschauen. Goldpack. Oh ja, alle rausgekauft, okay. Mhm. Gut, dann werde ich demnächst an meine Goldpakete rangehen. Die sind nämlich hier schön aufbewahrt in meinem Legilager. Ich habe nämlich in weißer Voraussicht, habe ich immer ein paar im Vorrat. Alles durch China gekaufte. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Denkt daran abzustimmen, ob ich euch über die Elite-Stufen auch noch aufklären soll. Und bis denn.